Hey, oh Leute, willkommen zurück bei Kerbal Space Program. Und ja, ich hatte mir überlegt, ja, was spielst du denn? Spielst du eine Runde Fallout? Nee, spielst du eine Runde Plants vs. Zombies? Och, Minecraft habe ich auch erst neulich gespielt. Fallen Earth, ja, habe ich auch noch. Ich habe so ein bisschen immer von allen ein bisschen noch ein paar Parts. Und ja, da habe ich mir gedacht, ach, bei so viel guter Resonanz, die letzter Zeit kam, bei Kerbal Space Program, werden wir einfach ja das spielen. Und vor ein paar Tagen ist hier ein neues Update gekommen, die Version 0.14.1, und dementsprechend starten wir gleich weiter. Ich musste leider das Spiel nochmal neu ziehen, das war mit dem Update ein bisschen kompliziert gewesen, und ich glaube, da hat es jetzt auch all meine Dinger zerschossen. Ja, also hier erstmal dieses Tutorial kann ich wegmachen, das ist erstmal für uns uninteressant. Und dann werden wir mal akzeptieren. So, ich habe wirklich einiges an Zuschriften bekommen, wie ich die Spacecrafts nennen soll. Und deswegen werde ich mal, ihr werdet das Spiel natürlich noch sehen, jetzt gleichzeitig parallel, weil ich im netten Fenstermodus spiele. Und dann werden wir mal nach der Reihe nachgehen. Ups, das war falsche Sache. Na komm. Außerdem hat sich XDM Hose gemeldet bei mir, und wir hatten noch ein bisschen Schriftverkehr. Und jetzt werden wir. Little Moon Buster war eine Idee gewesen. Na, dann machen wir das halt. Little Moon Buster. Das wäre nämlich das nächste. Von Datahoon 997. Little Moon Buster. So hat er es auch geschrieben. Das wäre dann die 1. Ich denke zwar nicht, dass wir mit dem Ding zum Mond fliegen können, aber wir werden wahrscheinlich einigermaßen erfolgreich sein im Orbitbereich. So, da natürlich erstmal wieder gewöhnte Steuerung. Erstmal hier alles hoch. Schön die Kappler ran. Dieses Teil kennen wir ja größtenteils, dieses Spielchen. Aber jetzt ist wichtig, wir haben was gelernt. Wir müssen erstmal. Ein SRS haben wir jetzt nicht dran gemacht. Wir haben bloß den Dekoupler. Wir müssen auf jeden Fall ein SRS dran machen. Das SRS-Modul. Und wir brauchen auf jeden Fall ordentlich an Sprit. Und es muss auch ordentlich verbunden sein. So. Ich habe mir überlegt. Leute. Wir werden mal so ein Zweier-Ding erstmal machen. Wie gesagt, für die obere Rakete. Und vielleicht hier so. Mal zum Austesten, wie dieses kleine Ding wirkt. Nur aus Spaß an der Freude. Die Rakete würde eh schon eine hohe Geschwindigkeit haben, wenn das dann aktiviert wird. Und hoffentlich da aus der Umwelt, ja, Umlaufbahn sein. Und insofern sollte das auch kein Problem sein. Dann machen wir gleich mal den nächsten Stack-Decoupler. Und dann dachte ich mir, hey Leute, lasst mal was probieren. Und zwar werden wir Fuel Tanks machen. Und was ganz Kurioses probieren wir aus. Auch nur zwei. Aber jetzt, wenn wir hier so eine sechs Dinger rumherum. Ja, ihr seht's richtig. Und jetzt gucken wir mal. Das sieht schon mal krank aus. Und jetzt müssten wir das noch hier irgendwie miteinander verbinden. Na, kommt schon. Klappt es eigentlich denn, oder? Nein, natürlich nicht. Sonst machen wir die so schon mal zusammen. Ja, wenn wir es zusammen könnten. Ich glaube, man kann die auch kopieren noch rein, theoretisch. Eigentlich kann man Sachen kopieren. Muss ich da nochmal schauen. Sonst machen wir das anders. Zack. Zack, so, und jetzt hier ran, meine Leutchen. Na, okay. Und dann hoffen wir hier so ein, machen wir so einen richtig fetten Boost hier ran. Mal. Und hoffen wir, dass das einigermaßen hält. Ich bin mit dieser zwar nicht so ganz sicher bei der Aktion, aber hoffen kann man ja trotzdem noch. Ich muss erstmal das eine wegmachen, damit ich das in der Mitte treffe.
Genau, das in der Mitte treffen. Hier, das ist es. So, und dann können wir nochmal sechsfach einschalten. So. Und dann speichern wir das mal. Unter dem Little Moon Buster. Und versuchen einfach mal zu launchen. Ich hoffe, das Ding hält und fällt nicht gleich auseinander. Okay. Erstmal Skip Tutorial. Und wir haben gerade Nacht auf Kerbin. Wir haben wieder Bill, Jebediah und Bob Kerman. Scheint doch momentan noch stabil zu sein. Wie wenn wir das SAS anmachen? Geben wir schon mal volle Power. Und dann 3, 2, 1, Fire. Oha. Also auf jeden Fall kommen wir nach oben. Und ich hoffe, dass wir einigermaßen schnell an Geschwindigkeit gewinnen. Gerade bei diesem Boost kann man es nur hoffen. Liegt da unten irgendwas? Wäre fatal, wenn da unten was liegen würde. Ja, doch, wir haben schon jetzt so ordentlich an Geschwindigkeit drauf. Aber wir haben nicht so viele Tanks. Wie gesagt, da hoffe ich dann einigermaßen an Tanks raus zu haben. Also, wenn die alle sind, dass wir wirklich eine ordentliche Höhe dann erreicht haben. Ja, die Geschwindigkeit steigt. Und wir hoffen, dass das auch so bleibt erstmal. So, gleich die ersten Tanks aus. Bö und Bob, finden das gerade nicht so prickelnd. Wir können mal gucken. Es dauert noch ein bisschen, bis auf jeden Fall die Sonne hier aufgeht. Und hier, ja, Apoapsis lässt grüßen. Ja, was liegt da eigentlich? Muss ich mal fragen. Irgendwas liegt dort. Das ist nicht so gut. Aber na gut. Auf jeden Fall, erster Tank ist leer. Wir werden immer schneller, das ist gut. Wir können ja mal versuchen, mit Little Moon Buster jetzt langsam, wenn wir die Höhe erreicht haben, oder versuchen wir mit der kleinen Rakete, die da dran ist, wenigstens in der Nähe des Mondes zu kommen. Also landen auf dem Mond werden wir auf jeden Fall nicht, aber wenigstens auf die Nähe zu kommen. Und wir hoffen, dass die Körbenauten auch wieder zurückkommen. Man kann ja auch das Ziel verfehlen und durch die Gravitation des Mondes irgendwo hingesteuert werden. Wenn man sowas wird auch effektiv genutzt in der Raumfahrt. Aber das ist dann kontrolliertes Geschleudern und das weiß ich nicht, ob das dann so klappt. So, bald sind die Fulltanks weg, aber wir bewegen uns mit einer rasanten Geschwindigkeit von 1300 Meter pro Sekunde. Und das ist doch schon ziemlich krass. So, jetzt müssten wir auch bald die Atmosphäre verlassen haben. Ja. Jetzt sind auch die Tanks alle. Und ich würde mal sagen, noch ein kleines bisschen geben wir Sprit. Und dann reduziere ich das mal und drossel es mal. Und guck mal. Ui! Ja, okay. Na gut, nö, nö. So viel ist es gar nicht. Ich dachte jetzt gerade, wäre so viel, aber das geht eigentlich. Ich frage mich immer noch, was da auf dem Launchpad ist. Vielleicht eine Rakete von mir? Also so ein Antrieb kann ja sein. So, SAS haben wir noch an. Ja, ganz gut so. Und wir werden mal auf jeden Fall justieren. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel für euch. Jetzt gerade, wo es Nacht ist, mehr oder weniger auf Körben und uns die Sonne nicht entgegenscheint, werden wir einfach mal SAS kurz ausschalten. Und wir müssen auf, ja doch, war richtig schön gewesen, auf 90 Grad ja dann kommen. Und nee, das war genau die falsche Richtung. Wir müssen hier lang. Kurz hoch. So, und gegendrosseln. Wir sind schon wieder vorbei an den 90 Grad. So, kleines bisschen noch. Wir könnten uns spaßenshalber versuchen zu drehen und stopp. Ah, das war schon zu viel. Und SAS an. Ui. Gut, sollten schon ein bisschen gerade werden. Uah. Gerade wenn wir versuchen, die Mondbahn zu erreichen. So ist super. Sollte das schon aktiv sein. Wir gucken mal kurz, wie sieht es denn aus? Apoapsis braucht noch eine Weile. Oh doch, da wird noch eine ganz schöne Umlaufbahn werden, wenn ich das so sehe. Wir hätten ruhig ein bisschen Airpause machen können.
So, ich werde mal ein bisschen heranzoomen, bevor wir wieder hier warpen und die Zeit vergehen lassen. Vor allem muss ich dann kontrollieren, ob wir wirklich immer noch Richtung Apoapsis sind. Ja, das sieht gut aus. Stopp. Ich gucke da jetzt wieder mal. Also wir sind immer noch ganz gut im Kurs, zwar nicht 80, 90, sondern 84 Grad. Ich kann es ja mal riskieren. Oha, das drückt irgendwie gegen, keine Ahnung wieso. So, und jetzt gucken wir nochmal kurz. Ja, wir sind schon relativ nah. Da würde ich mal behaupten, wir zünden einfach mal wieder. Und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Also, ja, wir werden doch ein bisschen schief. Also, da müssen wir uns noch ein bisschen üben. Wie ihr seht, Umlaufbahn wird zwar, also Orbit, aber zu welchem Preis? Wohlgemerkt. So, wir werden mal wieder drosseln, damit wir wieder in der Nähe von der Apoapsis sind und es gleichzeitig wieder ein bisschen korrigieren. Oh, ich hatte vielleicht noch SAS an. Nein, 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 nein. Und aus, 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 aus. Boah, ho, ho, ho. Verdammt. So. Okay, hoch, hoch, hoch nach links, bevor wir wieder zum Apoapsis kommen. So. Ah, da, 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 da. Und drehen. Na, komm schon. Komm, komm, hoch. Verdammt. Och, ich hab's dauernd verwechselt. Ich hab's verwechselt. Ey, 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 ey. Oha. Zack. Und jetzt gucken wir mal. Jetzt sind wir fast wieder da. Deswegen zünden wir jetzt ganz schnell. Und hoffen, dass wir es genau. Wird immer größer. Wirklich schnell wird es nicht größer. Vor allem habe ich die Befürchtung, wir sind gerade wieder am Apoapsis vorbei. Grandios von meiner Seite. Wir können jetzt auch schlecht zurückfliegen. Verdammt. Also, dass ich den Orbit erreiche, wisst ihr ja alle. Vor allem, wie sieht es gerade aus? Wir können nur hoffen. Ich werde mal ein bisschen warpen. Dass mit dem Tank, der einigermaßen noch was erreicht werden kann. Denn wir haben einigermaßen Sprit hier drin. Mal kurz gucken, wie viel haben wir jetzt momentan. Ja, der erste ist noch voll. Ich brauchte wahrscheinlich wirklich mehr Stoff hier noch. Das reicht nicht aus. Und noch ein bisschen. Na, kommt schon. Klein bisschen mehr. Nee. Ha. Ja. Gut ist was anderes, würde ich sagen. Denn wir haben jetzt gerade einen enormen Spritverbrauch. Weil wir, wie gesagt, viel zu weit vom Apoapsis entfernt sind. Gleich müsste aber der Periapsis kommen. Ich guck mal kurz. Wir sind schon im zweiten Tank. Uiuiuiui. Aber wir haben es, glaube ich, geschafft. Ich werde mal kurz drosseln. Oder? Nein, noch nicht ganz. Verdammt. Gehen wir nochmal mit Gas. Obwohl es, wie gesagt, nicht wirklich die perfekte Bahn ist. Und jetzt haben wir den Periapsis. Und gleich müsste er auch bei uns sein. Zack. Und jetzt reduzieren wir wieder. Super. Und. Also es gibt Besseres. Das Ding wird gleich runterfliegen. Das liegt schon unten. Gut, Leute. Dann spulen wir mal ein bisschen vor. So, dass wir wieder zum Apoapsis kommen. Ja, das war doch mal eine sehr interessante Rakete, wie wir haben. Und ich würde mal versuchen, dass wir wenigstens vielleicht mal die Nähe des Mondes mal erschnuppern können. Und ich mache mal hier einen Stopp soweit. Und wir würden uns dann nächste Folge sehen, wie wir gehen jetzt zum Apoapsis und versuchen dann ja, ein bisschen zu verschieben, diese ganze Linie, und zu hoffen, dass wir irgendwann mal bei der Mondlinie landen. Also hier. Also Mondlaufbahn. Bis dahin, euch dann noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.